Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, wo uns Kamek schon wieder meckert. Ja, wir müssen zum Quell der Reinheit, das ist er nicht, okay? Und Bowser Jr. damit retten. Let's go. Ja. Beim letzten Mal haben wir Bowser Jr. da oben getroffen, zusammen mit Kamek. Kamek ist jetzt unser bester Freund. Verflucht, es wird doch nicht eine ganze Gästegruppe das Bad besetzen halten. Entschuldigung, könnten wir einen Augenblick lang die Schnipse von unserem Freund in ihrem Badewasser trinken? Hallo? Oh je, die hören mich ja gar nicht. Ob sie heißes Wasser in den Ohren haben? Heiße Ohren kannst du haben. Oh nein, was sind denn das für Grobianer? Da sagt nur eine heiße Bäder entspannen das Gemüt. Wie heißen nochmal die Football-Dudes? Sehe ich ja jetzt, ne? Oh, Kamek ist in unser Team. Ich überleg grad. Ich bin zu faul dafür. Das ist die allmächtige Antwort auf alles, Leute. Ihr müsst einfach nur zu faul sein. Das löst all eure Probleme, glaubt mir. Ihr seht doch, meine Probleme hat es auch gelöst. Football-Schack heißen die. Ich vergesse jedes Mal den Namen von diesen Dudes. So, ich nutze extra den Collerhammer, weil ich nicht weiß, wie viel die aushalten. Auf jeden Fall mehr als das. Das wäre schon mal geklärt. Auch mehr als das. Nehmen wir den Sagenhaften und gucken, ob das die umbringt. 49. Ja, das bringt die um. Und die Magie von Kamek. Ja komm, jetzt sollte ich sie aber umbringen können. Und wir haben hier oben tatsächlich Kamek als Kameraden. Den Allmächtigen. So. Leg ihn da rein. Komm. Ja, Kamek, du musst ihn schon reintunken. Hallo, Kamek? Kamek, willst du mal langsam, oder? Kamek, du musst ihn schon reinlegen. Ist doch der Quell der Reinheit, oder? Okay. Jetzt hat irgendwie funktioniert. Lasst euch Zeit, Junge, hier. Sorgt jedes Tröpfchen, neue Fäserchen auf, ja? Nein, wirkt es bereits? Ein Wunder, der junge Herr lebt. Dafür bekommt Bart Elysium von mir mindestens 3 Sterne online. Ich weiß nicht, ich bin nicht schuld an dem Absturz. Ich wollte nur Papa helfen, dann hat man mich zerschnippelt und dann weiß ich nichts mehr. Hier, und was macht denn Mario hier? Kämpft ihr gerade? Moment, ich bin so gut wie bereit für Kampf. Kampf! Olivia ist mein Name. Ich bin eine Origami-Dame. Heiße Quellen sind fein, ich möchte nirgends anders sein. Hier wird alles sauber und rein. Ja, Olivia, genießt das richtig. Hört auf die junge Papierdame her.
Derzeit droht Delikateres als das 3-millionste Duell gegen Mario. Helft uns, euren Vater zu retten. Stellt uns eure Junior-Clown-Kutsche zur Verfügung, ich bitte euch. Aber dann kriege ich was zu kämpfen, ja? Ich habe nämlich schon ewig nicht mehr gekämpft, aber gut. Erstmal eine Runde Probe fliegen. Klappt wahrscheinlich nicht. Wie blöde, klappt ja gar nicht. Muss kaputt sein oder so. Ihr seid zwar wieder in einem Stück, doch offensichtlich noch zu verknittert, um zu fliegen. Ganz schmutzig seid ihr auch noch. Das würde König Bowser ganz und gar nicht gefallen. Nein, nein. Wie mir scheint, steht Fliegen derzeit noch völlig außer Frage. Hört mal, die Knicke und der Schmutz und die Falten. Lässt einfach alles in einer heißen Quelle davon spülen. Dann bekommen wir auch die Stempel und ein kostenloses Geschenk. Das bringt mich auf einen Gedanken. Das ist doch nicht der einzige Heilquelle hier im Bad Elysium, oder? Es gibt mehrere davon. Kombiniere messerscharf. Wir müssen in alle Quellen steigen, junger Herr. Zusammengerollt und aufgesessen. Kommt, ihr beiden. Wir müssen die Quellen finden, um Schmutzflecken, Zerknittertheit und Knicke des jungen Herrn zu kurieren. Ja, dann würde ich erstmal hier links die abstauben, oder? Warum habe ich das Gefühl, dass mir Kamek mit Bowser Jr. eine überziehen will? Naja, ist wahrscheinlich nur ein Gefühl. Es wird schon nicht so sein. Nö. So, hier rechts ist auf jeden Fall ein Quell. Sind hier oben eigentlich Toads in Gefahr? Ja, sind sie. Ich habe, glaube ich, aber das richtige Zubehör schon ausgewählt, oder? Ja, die Todglocke ist aktiv. Ich dachte, da könnte man vielleicht oben drauf. Oh, Kundschaft, ich bin gleich da. Na, was verkaufst du mir? Und zwar ein KP Max Plus, wie neu. Nur 10.000 Münzen, na, gebombt. 10 mehr KP, nimm ich. Auch wenn es viel zu teuer eigentlich ist. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario. Und Stärke wirst du obendrein. Oh, ich kann wieder ein paar mehr umbringen. So, hab den Baum verprügelt. Hab mein Schicksal erfüllt. Mario, ehe wir als Schergen unsere Schuld nicht abgearbeitet haben, lass uns die Toten nicht raus. Gemein, oder? Also verkaufen wir für 10.000 Münzen ein super seltenes, einmaliges Dankeschön von uns. Kaufst du es für die gute Sache? Bestimmt verarschst du mich nur. Bad Elysium Brunnen. Boah, ohne Rückfragen einfach zugeschlagen. Das nenne ich mal spendabel. Ach stimmt, ich hätte ihn ja runterhandeln können. Ich Vollidiot. Ja. So, was heilt denn dieser Brunnen hier? Der hat Knicke und Zerknütes. Und du hast deinen Spaß. Hab ich gewonnen? Meine sorgfältig gestapelten Holzmeierburg. Autsch! Wurde gerade gebraten. Ist sowas nicht in Ordnung? Heiße Quellen, schön und gut, aber es muss doch nicht so heiß sein. Ich hab das Dach sauber gemacht und die Münzen poliert. Und jetzt, Chef? Gute Frage. Was soll ich jetzt gerade eigentlich überhaupt machen? Außer das irgendwie abkühlen. Hier gibt es feine Stempel. Ja, toll. Ich wüsste gern, wie ich das Wasser da ein bisschen runterdrehe. Von der anderen Seite einmal drumherum. Kann ich vielleicht da hinten runterfallen?
Nee, ich kann hier nicht runter. Vielleicht hier? Nö, ich kann hier nirgends runter. Nur hier vorne. Hier kann ich durch. Das erklärt alles. So, der Halunke wurde verprügelt. Jetzt funktioniert die heiße Quelle auch wieder. Jetzt wird man nicht mehr gebraten. Immer diese Halunken, die hinten was rausfressen. Könnt doch nicht einfach das Rohr auffuttern. So. Luken dich, Clownkutsche bereit und Tauchstation. Und wir genießen so lang. Junge Herr, hört ihr mich? Klettert sich schon was? Und ob, schau mal her, Kamek. Flach wie die Blumen. Und wie die Blümchen in deiner Zauberschwarten. Oho, allerdings, ich war ja etwas skeptisch, doch dieser Quell hat mich glatt eines Besseren belehrt. Damit bräuchte man bloß noch ein Heilmittel gegen Zerknittertheit und Schmutzflecken. Der junge Herr muss in absoluter Paradeform sein, ehe wir jenem Wolkenwürstling gegenübertreten. Wie oft denn noch baden? Ich will endlich diesen doofen Kerl von seiner Wolke kicken. Krieg schon nur, Mario. Was geschieht mit Olivia? Die muss sofort aus dem Wasser raus, aber schnellstens. Ja, ich glaube, sie genießt es ein bisschen zu sehr. Gute Güte, ihre Knicke glätten sich. Wenn ihr keiner hilft, ist sie bald ein schnödes Blatt Origami-Papier. Herr Königsboses Waschknecht verstehe mich auf Gefeiertes. Halt aus, kleine Origami-Dame. Ich glaube, wie Kamek feiert kein Zweiter. Ja, für sie war das eher giftlochende. Jetzt linke Seite vor, rechts dann Kante an Kante. Oh je, sah Olivia vorher wirklich so aus. Danke, Kamek. Irgendwann wird einem auch das Glas Quellwasser zu heiß und die wolligste Wellen ist zu viel. Aber nach Kameks Fallbehandlung geht es mir blendend. Ich habe wieder richtig Lust auf heißes Wasser. Ich hatte heißes Wasser gerade fast umgebracht. Ich danke dir, Kamek. Vielen Dank, dass du mich wieder zusammengefaltet hast. Hallo, für mich? Pardon, Madame, aber so etwas bin ich schlicht nicht gewohnt. So. Ach ja, ich muss mein Stempelchen noch holen, ne? Ich gönn mir. So. Jetzt fehlen nur noch zwei. Hier ist der Brunnen, der vor sich hin reiert. Ist hier noch ein Quell? Ja, hier ist einer. Gegen Fädchen und zerknittert halt. Passt ja. Und hier scheint auch nichts Fratze zu sein. Auf den ersten Blick. Hier ist auf jeden Fall ein Block. Mit Geld. Oh. Und den Gumba, den geht's auch gut. Kein Platz mehr, haut ab. Also Platz sehe ich da aber noch besonders für ein paar Blättchen, ein Papier und eine Origami-Figur. Ah, vielleicht schaffen wir es ja, uns ein Plätzchen in der Ecke zu schnappen. Autsch, danke auch. Achso, das war damit gemeint. So Leute, die Gumbas sind verprügelt. Ich muss jetzt erst noch die Münzen einsammeln, bevor ich ins Wasser versinke. Da ist noch eine Münze. Ja, so, jetzt kann ich baden. Oh, so wunderschön. Und auch Station. Nix wie rein in die Suppe. Den Knitterlook kann ich tragen, wenn ich erstmal Opa bin.
Spürt ihr es, junger Herr? Fühlt ihr euch entknittert? Und zack! Flach wie frisch gebügelt. Nicht mal lange, dann können wir diesen Blitzenblödmann wegbauen. Ich bin entzückt, euer Glätter wird nun von eurer Infamie übertroffen. Ah, flugfähig, warm und wohlig durchgeweicht. Vielleicht bleibe ich hier, bis ich ein Faserball bin. Und denn als allerletztes müssen wir uns nur noch um des jungen Herrn Schmutzflecken kümmern. Letztes Quäntchen Langmut noch, junger Herr. Ich glaube, bald müsst ihr nie wieder ans Baden denken. Hey, bitte denk an den Stempel. Ich will jetzt nicht mehr baden. Papa badet nur einmal im Jahr und dem geht's dufte. Er schleppt mich einfach hin, damit ich endlich sauber genug für meine Keilerei bin. Find's aber ein bisschen ekelhaft von dir, Bose, dass du nur einmal im Jahr baden gehst. Ach so, sein Lavabad, nachdem wir die Axt. Oh. Das ist aber echt makaber. Ja, ich gönne mir die Liegen. So, die Liegen sind frei. Sind das jetzt meine? Huch, die Gäste auf dem Liegestuhl sind einfach schon vor. Dann trage ich euch gerne mal für die nächste Liegereservierung ein. Ja, so holt man sich eine Liegenreservierung, Leute. Eigentlich hatten wir einen Sniffel zur freiwilligen Arbeit in diesem Laden verdonnert. Wo ist er denn? Da nicht. Ja, du hattest die Kiste fast ganz sauber. Und irgendwo hier versteckt sich ein Sneeweed. Wahrscheinlich da unten, oder? Oh, noch mehr Geld. Hui. Entschuldigung, werte Gäste, dürfte ich mal ihr VIP-Therma-Ticket sehen? Hab ich nicht. Dann muss ich mich wohl noch mal ein bisschen bewegen. Und zwar zum anderen Ende von diesem Bad. Kommt, Leute, das schaffen wir noch. Dann haben wir die 20 Minuten für heute auch rum. So, jetzt hier rein. Immer schön nach rechts laufen. Oh, und hier ist die Röhre. Ich dachte eigentlich, hier wäre das nächste Bad. Ich such's mal eben kurz. So, Leute. Ich denke mal, das ist hier jetzt links. Ich speichere hier mal. Und dann bewirft mich ein Hammer, Bruder. Ey, Bruder, warum bewirfst du mich? Ihr Fegerei nervt schwer. Laubscham wäre viel lustiger. Hinzu, ihr verkauft ihr was? Nein. Komm, dann gib her. Bin ich halt ein Pleitegeier. Gib mir den Hochseeturm. Kannst nicht glauben, das hilft uns beim Rückzahlen der Schergenschulden. Bist wirklich ein Held. Nein, ich bin ja nicht reich. Das ist das Problem. Ich habe den Sniffit gefunden. Der wollte sich da oben wohl auf die faule Haut legen. Ey, ich mache hier gerade Pause. Die ist gesetzlich vorgeschrieben. Stört mich. Und ich rufe die Polizei. Der verkauft Pilze. Der verkauft einen Toad. Ich brauche mal kurz das Geld von diesem Kampf hier. So, habe es umgebracht. Hab mir das Geld gegönnt. Jetzt habe ich 1000. Ja, ich hätte gern ein Souvenir. Eins, das viel zu teuer ist. So viel Geld habe ich nicht. Die Bose-Schergen wollten mein Geld ja unbedingt. Ja, Leute.
Ich würde mal sagen, wir beenden das hier heute mal. Wir machen hier einfach beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!